So, Axt der Prüfungen. Sag mal her, was kannst du denn Schönes? Plus 40% Betäubung bei der Axt-Kombo, während die Kombo-Anzeige plus 30 zeigt. Gib her. Hier habe ich auch noch was bekommen. Boah, beides cool. Bleib aber bei meinem mal. Hier sind noch die Items. Okay, wir gehen zurück zu Hephaistos. Und vielleicht kann ich die Axt gleich noch verbessern. Jetzt, wo ich sie habe. Da drüben steht er doch. Der Beste. Hey, falls das was geht ab. Du bist beeindruckend. Ich hoffe, die ersetzen mich nicht durch dich. Wie auch immer, hier ist meine Segensprüfung. Ich bin mir sicher, du schlägst dich super dabei. Wie bei allem anderen. Du bist auch ziemlich super, Hef. Hef? Hef, Hef? Oh, wollte ich nicht. So. Ah, mir fehlen noch 50 von diesen Kristallen. Okay, dann gehen wir erstmal direkt hier rein. In die letzte Hephaistos-Prüfung. Oder vorletzte. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, danach kommt nochmal eine. Hephaistos Prüfung des Segens. Erstmal nach Kiste gucken. Aber noch sehe ich gar keine, glaube ich. Und es ist riesig hier, oder? Muss ich bis da. Oh mein Gott. Okay. Wir haben hier einen leichten Gegenwind. Okay, komm mal her, Kiste. Aha, okay. Moment mal. Ich glaube, da habe ich jetzt echt Glück gehabt. So, und wenn ich jetzt... den Wind ändere... okay, ich muss jetzt quasi... Wenn ich den Wind jetzt hier ändere. Na? Okay, warum auch immer das gerade kein Hit war. Okay. Dann fahren wir quasi hier rüber. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Okay, ich kann springen. Aber ich kann nicht doppelt springen. Reicht mir das? Nein! Auf Wiedersehen! Okay, so ist es nicht gedacht. Kiste sagt schon auf Wiedersehen. Doch gehen, ohne dass er... Nee, die geht direkt kaputt. Okay, aber ich kann hier rüber und dann die Kiste rüberziehen. Das geht. Auf jeden Fall. So. So, jetzt könnte ich den Wind wieder ändern. Ich kann die Kiste jetzt hier erstmal wegziehen. Hier hinstellen. Die Kiste hier hinstellen. Nein. Bitte da hinstellen. No. Es, die hält halt einfach nicht. Weil, weil sie sie erst nach oben droppen lässt und nicht direkt runterzieht. Okay, wir ziehen sie nochmal hierher. Dann ändern wir erst den Wind und dann haben wir da einen Schutz.
Oh nein. Okay, muss also auch schneller gehen. Verstanden. Also, nochmal den Wind ändern. Ja, aber dann muss das doch eigentlich irgendwie hier so gehen. Oh. Ach, come on. Das war doch gerade schon gut eigentlich. Nein. Ach, ich will doch die andere Kiste greifen. So, komm her. Danke. Danke dafür. So. Dann gehe ich jetzt hier rüber. Geh die wieder rüber. Zack. Oh Gott, ich dachte gerade schon wieder. Ja, eine Frage hätte ich ja dann gleich noch, wenn ich jetzt dann gleich hier drüben bin mit den Kisten. Wie mache ich das, dass eine hier bleibt und eine da? Ach, über den Wind dann? Ja klar, über den Wind. Logischerweise. Du halt. Gib dich mal kurz ein bisschen weiter ins Eck. So. Du kommst mit. So, Wind kommt gerade von da. Das heißt, ich muss dich hier hinstellen quasi. Oh, was für eine Geburt. Was für eine Geburt, aber wir haben es geschafft. Aber es war gerade mal der Anfang. So, sehen wir jetzt schon irgendwo die Kiste? Alter, wie riesig ist das hier eigentlich? Heiliger. Ich ändere mal den Wind. Mal gucken, was passiert. Autsch. Nimm mal die Kiste. Nein. Die Kiste hier weg. Warum dreht das Rad nicht? Okay, dann fährt das wieder hoch hier. Okay, okay, okay. Shit, hat nicht gereicht. Ah, verstanden. Verstanden, verstanden, verstanden. Also, erstmal die Kiste wieder hierher. So, dann gehst du bitte hier drauf. Dankeschön. So, und die Kiste. Lassen wir uns erstmal wegfliegen. Ich muss den Wind kurz ändern.
Halt, wenn ich den Wind ändere. Moment mal. Okay, jetzt fährt die darüber. Kommt gerade nicht drauf. Windändern bringt mir jetzt gerade gar nichts. Vor allem hier wird es ja gleich auch noch lustig. Mit dem Wind, mit dem gegenseitigen. So, jetzt habe ich die zwar hier drüben, aber es bringt mir gar nichts. Bleibt die da hängen? Droppt doch da runter, oder? Probieren wir was, Leute. Ja. Tschüss. Ich muss es anders machen. Ich muss es so machen, wie man es machen muss und auch sollte. Und ich es gerade einfach nicht kapiere. Weg mit dir mal. So. Die Kiste steht da. Ach, die halten den Gegenwind. Jetzt check ich's. Der Wind kommt gerade von da. Wenn ich jetzt den Wind hier drehe. So. Jetzt müsste ich die Kiste rein theoretisch einfach hier hinstellen können. Weil ja von links der Wind gerade kommt. Ja? So, wenn ich die jetzt hier wegnehme. Kann auch die jetzt einfach mal darüber werfen. Und die Kiste kann ich ja safe darüber ziehen. So, zack. Ziemlich easy jetzt doch, letzten Endes. Let's go. Kiste, Alter, wie lang das Ding halt noch geht. Kiste sehe ich aber immer noch keine. Wind ist, glaube ich, richtig. Okay, jetzt haben wir hier eine Flugsimulation. Und ich brauche dringend Ausdauer. Aber das ist jetzt wieder richtig cool gemacht hier. Allgemein, der DLC ist eigentlich ganz cool gemacht. Halt nur sehr prüfungslastig. Also ich hätte mir gern... Guten Morgen, Smoby. Schön, dass du reinschaust. Ich hätte mir gern ein paar weniger Prüfungen gewünscht. Und ein bisschen mehr Abwechslung im DLC. Wie geht's dir, Smoby? Gut ins Wochenende gestartet? So. Ja, und wieder so ein Kram. Wind kommt gerade von rechts. Wenn ich hier drehe... Okay. Was wollte ich haben? Mir geht's sehr gut. Ich habe sehr gut geschlafen. Danke der Nachfrage. Ja, ich mache mich wie du ans DLC. Ich glaube, du hast DLC schon gezockt, oder? Also ich habe mal gesehen, dass du mal eine ewig lange Session gemacht hast.
Und ich glaube, da hast du einen DLC gemacht. So, jetzt holen wir quasi die Kiste hier rüber. Und zwar dahin. Warum hast du es aufgegeben? Haben dich die Rätsel so genervt oder was war der Grund? So, du gehst dahin. Ich weiß nicht, wie schlau das jetzt gerade war. Wir wechseln mal den Wind. No. Okay, danke. So, hier haben wir Windstille. Dann kommst du jetzt mal hierher. Perfekt. So, dann brauche ich dich hier drüben, Kumpel. So, ich schiebe die aber noch ein bisschen weiter rüber. Okay, ich bin gespannt. Was für Prüfungen hast denn du schon gemacht gehabt? Aber ich tue mich auch nicht so easy. Also, ich finde die teilweise schon ziemlich knackig. So. Immer wieder nach Kisten gucken. Ich sehe immer noch keine Kiste. Okay, da drüben ist wenigstens mal das Zielkiste da oben links, alles klar. Ich finde, dass die Prüfungen teilweise auch ein bisschen zu lange gestaltet sind, oder? Okay, so bringt mir das mal gar nichts. Ja, nee, fahr einfach durch den Felsen durch, kein Problem. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wie genau soll das hier funktionieren, bitte? Ich könnte höchstens mal versuchen. Ich will da drauf. Danke. Kann ich von hier greifen? Ja. So, dann bist du schon mal hier. Easy. Ich weiß nur nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, weil ich habe da jetzt keinen Schutz. Und darüber werfen kann ich sie nicht, weil die geht kaputt. Nope. Brauch die Kiste hier drüben. Könnte höchstens mal... Wind kommt aus der Richtung gerade. Ja. Tschüss. Ne. Müssen wir zum Anfang nochmal zurück. Ich hatte das von Ares und der Kriegsgöttin gemacht. Aber Aphrodite hat dann nur noch genervt. Aphrodite habe ich, glaube ich, schon fertig. Ares habe ich auch fertig. Jetzt bin ich gerade bei Hephaistos. Aber ja, also ich finde es jetzt auch nicht... Ich finde es einfach zu prüfungslastig. Aber sie haben aus dem Hauptspiel gelernt. Weil da konnte man ja doch ziemlich viel bescheißen, sag ich mal. Ja, alles klar. Okay, wir müssen das einfach... Ich weiß nicht, warum es die Plattform hier drüben überhaupt gibt. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. So. Komm mal her. Wir brauchen dich quasi hier. Autsch.
Aber Hephaistos geht mir jetzt schon auch auf die Nerven, muss ich ehrlich gestehen. So. Ach, ich Idiot, ich habe ja Gegenwind immer. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich kann die ja easy hier hinstellen, hier passiert ja gar nichts. Fertig. So, aber hier habe ich jetzt keinen Gegenwind. Das heißt, das sollte ich hier haben. Hier hinstellen. Und wenn ich dich jetzt hier reinpresse. No, 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 du bleibst schön da. Na? Warum darf ich dich jetzt nicht abstellen? Ey, Kumpel. So nicht. Der will Ärger mit mir haben, oder? Okay, ich hol dich gleich nochmal, Kiste. Wiedersehen. Ich schieb dich ein bisschen mehr an den Rand fürs nächste Mal. So, dann haben wir mehr Platz. Hol ich sie einfach nochmal. Ja, die Kämpfe fehlen mir auch ein bisschen. Es gibt nur so wenig Kämpfe. Und dann, wenn man Kämpfe hat, dann sind es meistens irgendwelche komische Aufgaben mit dabei. Wie, keine Ahnung, wie ich vorher hatte, stoße 5 Gegner in den Abgrund, wo ich mir denke, okay, hä? Und ich achte oft gar nicht drauf, weil ich halt denke, okay, jetzt ist eine Kampfprobe. Warum sollte ich jetzt noch irgendwas anderes machen müssen? So. Wenn ich die Kiste jetzt hier hole. Habe ich hier drüber gesprungen? Wind kommt von da. Oh nein. Fast abgestürzt gerade. Okay. Hier hin. Geh erst einfach mal dahin. Jetzt holen wir noch die andere. Ich glaube übrigens nicht, dass es so gedacht ist hier, aber man kann es so machen auf jeden Fall. Halleluja. Schnell weg hier. Bevor noch irgendwas passiert. Okay, dann müssen wir gucken, wie wir jetzt da links nach oben kommen. Du bist viel zur See gefahren, oder Felix? Irgendwann muss ich dir mal von den Nereiden erzählen. Warte mal. Ich würde gerne mal den Wind nochmal ändern. Zack. Stellen wir uns hier hin. Oh, ich glaube nicht, dass es reichen wird. Uhuhuhu. Aber ganz genau hat es gereicht. Apollos goldener Bogen. Apollon ist der Gott des Bogenschießens, der Musik, des Lichts, der Orakel und so vieler anderer Sachen. Ein vielbeschäftigter Mann. Was zockst du denn jetzt, Moby, wenn du fertig bist mit Phoenix? Irgendwas Neues geplant bei dir? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Smoby hat gerade geschrieben, er hätte es cooler gefunden, wenn die Story-DLCs zuerst gekommen wären, weil das hier, oder von dem DLC, wohl einige genervt sein könnten, weil es halt doch sehr rätsellastig ist und auch nicht so einfach ist. Bin ich bei dir. Ich bin schon auf den dritten DLC gespannt. Der soll ja eine andere Perspektive haben. Also man soll irgendwie so von oben aufs Spiel schauen. Bin ich schon gespannt, wie sie das umsetzen. Okay, Wind ist, glaube ich, in die richtige Richtung.
Unten durch. Okay. Der letzte Part war jetzt zum Glück easy. War trotzdem eine schwere Geburt hier drin. Ja, gerade am Anfang habe ich mich echt schwer getan hier. Geschafft! Du hast jede meiner Herausforderungen. Vor allem, wenn du das dann immer streamst oder wie ich auch ein Let's Play aufnimmst und dann scheiterst, dann denkst du dir oft, voll oft, oh Gott, wie schlecht bist du eigentlich, etc. pp. Aber dass sich die anderen Spieler genauso schwer tun, daran denkt man im Moment gar nicht. Ich habe mir vorher schon gedacht, oh Gott, wenn das jemand anschaut, was machst du da eigentlich gerade? Aber das ist schon knackig gemacht hier. So, Hephaistos. Mein Bester. Ich. Du hast es geschafft. Geschmiedet im Feuer der Herausforderung und abgehärtet im Wasser des Ruhms. Nicht so wichtig, aber langsam beherrsche ich das mit den Metaphern ganz gut. Phoenix, nimm meinen Segen und schmiede dir einen Weg ins Pantheon. Hephaistos Brillanz. Warum läuft der so blöd? So, die Fertigkeiten von Hephaistos abgeschlossen. Wir schauen mal kurz rein. Hier will ich eigentlich hin. Ich habe nur Ares und Hephaistos fertig. Bei Aphrodite fehlt mir, glaube ich, die letzte. Können wir mal kurz zusammen schauen. Habe ich jetzt hier genug, um... Nope, mir fehlen immer noch 50. So, wir schauen kurz auf die Map. Genau, die zwei fehlen mir noch. Komm, dann gehen wir doch mal direkt zu Aphrodite. Da müsste ich ja jetzt eigentlich hinkommen können. Was habe ich denn von ihm jetzt eigentlich für einen Segen bekommen? Das Betäuben von Gegnern erzeugt eine feurige Schockwelle, die Gegnern in der Nähe Schaden zufügt, Betäubung verursacht und sie zurückstößt. Nett. Ich glaube, ich muss von da weiter. Wir warten kurz mal eine Runde, bis ich wieder voll bin mit Ausdauer. Ja, da hast du voll recht, Smoby. Was bringt das, wenn da keine Gegner sind? Da hast du vollkommen recht. Aber vielleicht kommt ja am Ende noch der eine große Kampf gegen Zeus höchstpersönlich oder so. Keine Ahnung. Aber ja, es ist schon sehr wenig Kämpfen, sehr viel Rätsel. Ich glaube, sie haben einfach gemerkt, die Rätsel, die sie ins Hauptspiel eingebaut haben, dass die zu easy waren. Und man eben sehr viel austricksen konnte. Deswegen haben sie auch die Tränke hier rausgenommen. Weil du eben durch Ausdauertränke so viel Ausdauer in dich reinbomben konntest. Und ja, deswegen, ich meine, ich finde die Änderung gut, dass sie hier die Ausdauerkugeln reingehauen haben. Aber Heiltränke und so weiter hätten sie ruhig drin lassen können. Kann hier, glaube ich, reiten, oder? Ja. Meister Hephaistos Quest, um sie zu erlangen. Ich habe Hephaistos fertig gemacht. Und habe keinen Barrierebrecher bekommen. Hä? Ich bin fertig mit Hephaistos. Und hier ist nur Athena. Kann ich hier noch was lernen? Jetzt neu. Schwimmen. Bewege dich durchs Wasser und drücke gerade Tau. Nee, Athena habe ich noch nicht angefangen.
Ich habe nur Ares durch Hephaistos und mir fehlen jetzt die letzten von Aphrodite. Die konnte ich nicht machen wegen Hephaistos Barrierebrecher. Deswegen habe ich Hephaistos gemacht, aber ich habe den Barrierebrecher gar nicht bekommen. Okay, dann steht es quasi falsch dran, weil hier stand gerade Hephaistos Barrierebrecher. Aber dann ist wahrscheinlich ein Bug, dann müsste da dran stehen Athenas Barrierebrecher. Danke für die Info. Dann gehen wir doch direkt mal... Darf ich hier irgendwo Schnellreise hinmachen? Scheinbar nicht. Super. Dann, doch hier hat's doch was. Hallo? Bitte verbergen. Danke. Dann gehen wir zu Athena. Wir können es dir kurz noch markieren. Ja. Oh, da haben wir noch eine Kiste. Was brauchen wir für die Kiste? Irgendwo genau in der Richtung hier. Sehe ich die schon auf der Map vielleicht? Nein. Nope. Komm, wir können... Ah, wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich abkürzen gerade. Hat die das eigentlich bei dir auch manchmal, Moby? Dass sie einfach... Moby. Warum sage ich Moby? Ist Moby natürlich. Dass die manchmal einfach doppelt springt. Das hatte ich im Hauptgame so oft, dass sie einfach doppelt springt manchmal. Komm, wir können hier sicher abkürzen. Yes. Oh, hier hat so irgendwo eine Kiste gehabt. Da steht auf jeden Fall mal Athena und da ist die Kiste. Okay. Brauche ich ihre Fähigkeit dann. Willkommen, Heldengestalt. Dann ist Zeus also zur Vernunft gekommen und hat dir erlaubt, den Aufstieg zu versuchen, ja? Ich wusste gleich bei unserer ersten Begegnung, dass du für Großes bestimmt bist. Wirklich? Weil einmal hast du definitiv versucht, mich zu töten. Das beweist es. Die meisten, die ich versuche zu töten, sterben. Das Schicksal hatte ganz klar mehr mit dir vor. Ich weiß, dass du des Pantheons würdig bist. Und wenn du meine Prüfungen bestehst, beweist du es, Vater. Das ist der erste Schritt. Oh, zum Glück wird die Map wieder aufgedeckt, sonst würde ich gar nichts erkennen hier. Ja, wir fangen gleich mal mit der hier drüben an, würde ich sagen. Okay, ich dachte eigentlich, hier ist eine. Hier drin ist auch eine. Okay, okay, okay. Kannst du mal weggehen? Zack. Rein hier. Nee, hatte eher das Gefühl, dass er das, dass es das Gegenteil war und teilweise gar nicht gesprungen ist. Aber das lag vielleicht an, denke ich mal, den Spezialfähigkeiten. Ja, das kann gut sein. Kann aber auch am Gamepad liegen, keine Ahnung. Wir werden sehen. Okay. Athenas Prüfung des Kampfes. Jetzt müssen wir bestimmt wieder irgendeinen Quark machen, wie klatscht fünfmal in die Hände beim Kämpfen oder sowas. Ja, okay. Das machen wir gleich wieder ganz easy. Ich glaube, Hermes hat die letzten Oliven gegessen.
Ach, wer weiß doch, dass ich Snacks brauche bei Aufstiegen. Ich habe schon gesehen, links steht eine Kiste, aber ich habe keine Lust, jetzt hier einen Umweg zu machen. Na? Zu weit geworfen? Welche Fähigkeit hattest du noch nicht? Ach, durch das Hin- und Herwechseln? Okay, ja, alles klar. Ja, die brauchst du. Die bekommst du, glaube ich, bei Aphrodite. Meine ich zumindest. Komm, wir holen doch kurz die Kiste. So. Kann man nämlich jetzt easy alles machen. So. Wir lassen unsere Spuren auf der Goldinsel. Hoffentlich. Besiege alle Gegner mit deinen Verbündeten. Okay, wow, einfach nur mal kämpfen. Tschüss. Hab deine Schule nach dem zweiten Wirbel gesucht. Ich hab's mir auch gedacht schon, dass da bestimmt Leute gibt, die sich da Tode suchen werden. Das ist auch manchmal echt doof gemacht. Genauso wie im Hauptgame. Ich hab da ja eine Folge bei mir auf dem Kanal bei YouTube. Bei der Schmiede der Götter. Da gab es eine Nebenquest und ich wollte die Nebenquest machen. Und ich habe die ganze Folge über gesucht, wie man in diese scheiß Schmiede der Götter reinkommt. Nur um dann in der nächsten Folge zu erfahren, dass man quasi die Hauptquest erst weitermachen muss, um da dann reinzukommen. Da denke ich mir auch, Leute, dann macht ihr, habt an anderen Stellen im Spiel auch einen Hinweis, komm später wieder, du kannst hier noch nicht weitermachen, dann macht es doch da auch hin. Wo ist da das Problem dafür? Nein, man lässt die Leute sich zu Tode suchen. Das hat mich echt aufgeregt. Ja, ist ja okay jetzt hier. Autsch. Wiedersehen, einen noch. Nee. Will erst Ausdauer haben. Auf Wiedersehen. Das hat mich wirklich richtig aufgeregt. Ich habe jeden Kack probiert bei der Schmiede der Götter. Die ganze Kohle, den Turm hochgeworfen etc. pp. Und nichts hat funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, nach einer Stunde, ich glaube, die Folge geht eine Stunde, habe ich dann gesagt, nee, ich gucke jetzt mal, wie es weitergeht. Und dann habe ich geguckt und dann kam halt, dass man quasi in der Hauptquest da weiterkommt. Links haben wir eine Kiste gleich. Ja, und keine Ahnung, an anderen Stellen im Spiel kommst du halt auch hin, dann steht dran, komm später wieder, wenn Phoenix das und das kann oder dies und jenes machen muss. Muss ich da jetzt hier schnell durch oder was wollen die jetzt hier gerade von mir? Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade von mir wollt. Was genau aktiviert dieser Schalter? Aha, da drüben ist ein Schalter jetzt aktiv geworden. Aber wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein jetzt? Ach, reinschießen. Das sind keine normalen Schalter. Okay, verstanden. Danke. Einmal. Oh, zu eng geflogen. Uhu.
Wahrscheinlich eher, ja. Okay, das reicht nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch reicht. Noch einer. Okay, hat gereicht. So. Ein paar Sandalen wieder, Fragezeichen. Ja, war knapp. War richtig knapp sogar. Aber knapp zählt auch. Schutzpatron der Seefahrer und Fischer. Wäre toll, wenn du mir das nächste Mal beistehst, wenn die See rau wird. Ausdauer. Die Ausdauerregeneration könnten sie zum Beispiel außerhalb von Kämpfen deutlich höher machen, wenn man stehen bleibt. Die muss so oft einfach rumstehen und kann nichts machen. Aber die müssen ja irgendwas verbessern können für den zweiten Teil. Okay. Machen wir auch anders. Guten Tag. So. Ein hierhin. Hierhin? Reicht das noch? Ach, guck mal an, da drüben. Quatsch. Zack, komm mal her. So, dahin. Und rein. Oh, ich darf einfach kämpfen. Ist aber nett. Ich liebe den Hammer einfach. Beste Waffe. Nein, ich wollte nicht wechseln gerade. Jetzt kann ich den Kampf nochmal von vorne anfangen. Mann. Mach mal kurz zur Sicherheit die Figur hier rein. Nicht, dass ich gleich nochmal von vorne anfangen muss. Autsch. Hundi. Ja, ich hätte gern ein bisschen Ausdauer wieder. So, jetzt du. So. Der kleine Minotaurus möchte von seinen Eltern abgeholt werden. Ich habe mir noch einen großen Hammer für dich. Tschüss. Strategie ist natürlich wichtig. Ich bin aber auch für meinen Speer bekannt. Manchmal ist es eben am weisesten, es auf die harte Tour zu machen. Aber was ich auch noch sagen muss, Moby, dadurch, dass die Tränke weggenommen wurden hier im DLC, sind die Kämpfe wenigstens ein Tick schwerer geworden. Du kannst dich halt im Kampf nicht mehr wirklich heilen. Außer über... Ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwas wählen kann mit irgendwelchen Fähigkeiten. Aber es hätte ruhig noch ein Tick schwerer sein dürfen.